In einer Zeit, in der sich Computerspiele gerade vom Klischee des Kinderspielzeugs lossagten, beschlossen drei Medizinstudenten aus Alberta, ihr eigenes Spiel zu programmieren, bevor sie sich gänzlich der Medizin widmeten. Es entstand eine Rollenspielschmiede, deren Name mehr als zwei Jahrzehnte die Industrie prägte: BioWare. Nach dem Abschluss ihres Studiums von der University of Alberta 1992 begannen Ray Misikai, Greg Tsuchuk und Augustin Yip von Gregs Keller in Edmonton aus Software zu programmieren, während sie sich zu Hausärzten weiterbildeten. Sie beschränkten sich zunächst auf medizinische Unterrichtssoftware wie einen Gastroenterology Patient Simulator. Ein Programm, um Medizinstudenten die Diagnose und Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen beizubringen. Bei ihren abendlichen, entspannenden Gaming-Sessions entschied sich das Trio, selbst ein Computerspiel zu programmieren. Mit einem Startkapital von $100.000 gründeten sie im Februar 1995 BioWare. Der Name sollte sowohl eine Referenz auf ihre medizinische Ausbildung sein, als auch Software für Menschen bedeuten. Ihr erstes Firmenlogo hatte gegenüber dem heutigen eine menschliche und eine Roboterhand, was als Symbolik für ein Mensch-Maschinen-Interface gedacht war. Als erste Demonstration ihrer Fähigkeiten hatten sie sich ein MacWarrior-ähnliches Spielkonzept ausgedacht, was bereits eine beeindruckende 3D-Engine bot und damals ähnlich gut aussah wie Novalogic's Comanche-Reihe. Sie schickten ihr Proof of Concept an 10 Publisher und erhielten zu ihrer eigenen Überraschung 7 Zusagen. Ihre persönliche Wahl fiel auf Interplay, wodurch der damals noch junge Fergus Urquhart Produzent ihres Shattered Steel getauften Mech Simulators wurde. Er schrieb die Geschichte sowie Dialoge des Spiels und produzierte die Videosequenzen bei Interplay, während die Doktoren das Spiel selbst programmierten. Zugegebenermaßen nicht völlig eigenständig, denn sie wurden dabei von den Pyrotech Studios unterstützt, einem Brüderpaar aus Calgary, Brent Oster und Trent Oster. Shattered Steels Einzelspielerkampagne bekam 20 Missionen auf 5 verschiedenen Planeten, bei denen der Spieler in sogenannten Planet Runners gegen organische und mechanische Aliens kämpfte. Abgesehen von den Zweibeinern ließen sich dabei ebenso Einrichtungen und Umgebungen beschädigen. Shattered Steel bot zudem einen Mehrspielermodus für Koop-Matches mit bis zu 16 Spielern. Für BioWare wurde es ein sehr lohnenswertes Debütprodukt, denn es verkaufte sich 1996 170.000 Mal. Dennoch wandelte sich das Team nach der Shattered Steel-Fertigstellung. Augustin Yip war der Zeitaufwand zu groß. Er wandte sich wieder seiner Medizinkarriere zu. Die Oster-Brüder trennten sich ebenfalls. Trent schloss sich BioWare an, während Brent Oster zu Origin Systems ging und dort an den Apache Longbow-Simulationen arbeitete. BioWares zweites Spiel sollte ein Echtzeit-Strategiespiel werden. Dank Westwoods Command & Conquer und Blizzards Warcraft ein zu der Zeit extrem beliebtes Genre. Es sollte sich um Ragnarök, das Ende aller Tage aus der nordischen Mythologie und deren Gottheiten drehen. Doch was die Story anging, kam das BioWare-Team nicht sonderlich weit, denn als sie ihren Battleground Infinity getauften Prototypen Interplay zeigten, verband Fergus Urquhart ihn im Geiste direkt mit der gerade neu erworbenen Dungeons & Dragons Lizenz. Da das Trio aus ihrer Jugend riesige D&D-Fanboys waren, ergriffen sie die Gelegenheit und verwandelten Battleground Infinity in Baldur's Gate mit der Infinity Engine. Jim Bishop von TSR überschüttete BioWare mit Forgotten Realms Quellenmaterial. BioWare heuerte zudem James Olen, der jedes Second Edition Regelbuch besaß, als leitenden Designer und Scott Greig als weiteren Programmierer an. Ihre Wahl der Schwertküste und speziell Baldur's Gate traf das Team, weil es der am wenigsten ausgearbeitete Teil des D&D-Materials war und sie dadurch mehr Spielraum gewannen. Ihr grobes Ziel wurde es, die nächste Generation von SSI's Goldbox Games zu schaffen, wofür das neue RTS-Konzept ideal geeignet zu sein schien. Damit der Spieler jedoch nicht zu sehr unter Druck gesetzt wurde, implementierten sie eine Pausefunktion für Kämpfe, bei welcher der Spieler seinen Gruppenmitgliedern Befehle erteilen konnte, wie Zauber aus einem Buch zu holen oder Tränke zu schlucken.
Ein simples Feature, aber essentiell für die Infinity Engine und zukünftige Spiele der Reihe. BioWare baute die Monster ein, welche die Fans am liebsten sehen wollten und für Charaktere bis Stufe 7 zumutbar waren. Wo dieser Punkt gut verlief, bereitete ihn TSRs Ethikkodex bei den Quests und der gesamten Geschichte Probleme. Alles Böse musste auf gierig sein oder psychotisch abgeschwächt werden, wodurch sich das Spiel nur für gute oder neutrale Charaktere wirklich effektiv entwickelte. Baldur's Gate erzählte die Geschichte eines Waisen, der in Candlekeep vom Magier Gorion aufgezogen wurde. Als Gorion sich eines Nachts bei einer Schlacht opferte, damit der Spieler entkommen konnte, begann das Abenteuer entlang der Schwertküste Faeruns. Der Spieler deckte in den Neshkelmin die Sabotage des Iron Thrones auf, welche ihn in die Hauptstadt der Region Baldur's Gate führte. Die Untersuchung der Iron Throne Anführer brachte ans Tageslicht, dass sowohl der Spieler als auch der Drahtzieher Saravok Nachfahren des Gottes Mordes, Baal, waren. Saravoks Pläne sollten einen Krieg zwischen den Städten Amn und Baldur's Gate anzetteln, wodurch er sich als würdiger Thronfolger beweisen wollte. Letzten Endes bezwang der Spieler Saravok in Baals Tempel unterhalb von Baldur's Gate und sah mit an, wie dessen Seele nach seinem Tod eine von hunderten Baal-Nachkommen Statuen zerstörte. Das sechsköpfige Entwicklerteam arbeitet 2,5 Jahre an Baldur's Gate, bis es am 21. Dezember 1998 endlich in den Läden stand. Das 90-stündige Rollenspiel revolutionierte das damals totgeglaubte D&D-Rollenspiel-Genre und ebnete den Weg für zukünftige BioWare- und Black Isle-Rollenspiele. Baldur's Gate hatte für damalige Verhältnisse sehr gute Grafik und rundete die epische Hauptgeschichte durch inhaltsvolle Nebenquests sowie liebenswürdige Charaktere ab. D&D-Fans konnten zudem berühmte Figuren wie Elminster oder Dritz treffen. Der Mehrspielermodus erlaubte es sogar Freunden, kooperativ die Geschichte zu durchleben. Mit über 1 Million verkauften Exemplaren innerhalb des ersten Jahres und mehr als 2 Millionen in den Folgejahren wurde es zum Überraschungshit 1999. Während Ray das Baldur's Gate-Projekt zu Ende brachte, stürzte Greg sich bereits auf das nächste. Er hatte beabsichtigt, Shattered Steel fortzusetzen, doch Interplay versuchte zu der Zeit verzweifelt, auf dem Konsolenmarkt Fuß zu fassen. Das von Shiny Entertainment entwickelte MDK hatte sich auf Sonys PlayStation mit 200.000 Verkäufen als recht erfolgreich gezeigt. Aber Schöpfer Nick Brutti hatte Shiny nach der Fertigstellung verlassen und so wandte sich Interplay an BioWare. Greg war zu der Zeit sehr interessiert daran, neue Technologien auszutesten und ihre 3D-Engine-Kenntnisse auf Konsolen auszuweiten. Daher übernahm BioWare die Aufgabe, MDK 2 für Dreamcast und PlayStation 2 zu entwickeln. Fans des ersten MDK waren skeptisch, wegen des abgedrehten und amüsanten Stils, was im krassen Gegensatz zu Baldur's Gate stand. Aber Greg machte neben Spielercharakter Kurt Hektik ebenso Hund Max sowie Dr. Fluke Hawkins zu spielbaren Charakteren und peppte die Geschichte des Spiels durch amüsante Filmsequenzen auf. Tatsächlich setzte MDK 2 genau an der Stelle an, wo Teil 1 aufhörte. Das Trio stellte fest, dass die Invasion der Erde alles andere als vorbei war. Kurt wurde von den Außerirdischen entführt und beim Rettungsversuch ebenso Max. Es entfaltete sich eine wahrlich hochamüsante Story mit einem abwechslungsreichen Spielprinzip, bei dem der Spieler die Vor- und Nachteile des heimtückischen Scharfschützen Kurt, Kampfhund Max oder Erfindung liebenden Dr. Hawkins einsetzen musste. MDK 2 übertraf die Erwartungen der Fans, wurde von den Kritikern höher gelobt als der erste Teil und zeigte, dass BioWare mehr konnte, als nur Regelwerken zu folgen. Fergus Urquhart, BioWare's Produzent bei Interplay, war zwischenzeitlich zum Leiter der neuen Rollenspielabteilung Black Isle Studios ernannt worden und hatte mit seinen Teams die Infinity Engine genutzt, um Planescape Torment und Icewind Dale zu entwickeln, zwei ebenfalls sehr erfolgreiche D&D-Rollenspiele mit leicht anderen Schwerpunkten. Das erhöhte bei den Fans nur die Erwartungen an BioWare's offiziellen Nachfolger Baldur's Gate 2 Shadows of M. Die BioWare-Crew hatte ohnehin nur geschafft, die Hälfte ihrer Vorstellung in Baldur's Gate zu quetschen. Für den zweiten Teil hatten sie die Reviews sowie Fanfeedback analysiert und eine Litanei an Verbesserungen zusammengestellt. Beginnend mit schnelleren Charakterbewegungen über Unterklassen und großen Feinden wie Drachen bis hin zu Charakterinteraktionen à la Final Fantasy, einschließlich Romanzen. Für jedes Element des Spieldesigns hatten die Projektleiter James Olin und Ben Smedstedt dem stark gewachsenen Team nun Grundregeln definiert, wie das in puncto Storydesign der Spieler durch Zwischensequenzen immer über den Fortschritt des Bösewichts auf dem Laufenden gehalten werden musste.
oder dass es mehrere Plot-Twists geben musste, durch welche der Spieler die Geschichte neu überdenken musste. Der allgemeine Aufbau des Spiels änderte sich ebenso drastisch. Baldur's Gate 2 unterteilte sich in Kapitel gleichen Umfangs, die je ein Ziel hatten, welches der Spieler auf unterschiedlichen Wegen erreichen konnte. Bestimmte Orte, hauptsächlich Städte, wurden als Kerngebiete definiert, welche der Spieler öfters aufsuchte und sich mit der Zeit veränderten. In dieser Beziehung machte sich das Team zum Grundsatz, dass der Plot immer innerhalb eines stark begrenzten Gebietes abgewickelt wurde, damit der Spieler nicht zu häufig Gebiete wechselte. Gleichzeitig sollte aber stets den Eindruck haben, alles erkunden zu können. Entgegen dem ersten Spiel beendete das Baldur's Gate 2 Team ihre Entwicklung mit allen geplanten Features. Lediglich einige Quests schafften es nicht mehr ins Spiel. Doch bei 290 Quests mit jeweils einer Länge von 20 Minuten bis zu einer Stunde fiel das nicht auf. Baldur's Gate 2 wurde ein mammutartig großes Spiel mit einer epischen Geschichte. Es fing mit einem vom Elfenmagier John Irenicus in Emmen gefangenen Spieler an, der versuchte, die Essenz Baals aus ihm zu extrahieren, um damit einen Rachefeldzug gegen die Elfenstadt Suldar Nessala zu führen. Der Spieler entkam aus Irenicus' Kerker, jedoch ohne seine Halbschwester Imuen. Als er Imuen letztlich in der Spellhold-Festung wiederfand, hatte Irenicus ihre Seele bereits auf seine Schwester Bodhi transferiert und versuchte selbiges erneut mit dem Spieler. Im Kampf gegen Bodhi verlor der Spieler die Kontrolle und verwandelte sich plötzlich in den Slayer, einen Avatar Baals. Irenicus zog sich in die Unterwelt zurück, von wo aus er einen Angriff auf Suldar Nessala startete. Dort entbrannte die finale Schlacht am Baum des Lebens. BioWare hatte aus Baldur's Gate 1 gelernt, dass der Spieler einen Rückzugsort benötigte und implementierte erstmalig verschiedene klassenbasierte Häuser und Burgen, von denen aus der Spieler agierte. Ein Konzept, was sich fortan in jedem BioWare-RPG wiederfand. Beim Release im September 2000 bekam Baldur's Gate 2 ein Metacritic-Rating von 95. Es verkaufte über 2 Millionen Exemplare, erhielt unzählige Game of the Year Awards und wird bis heute als eines der besten RPGs betrachtet, die jemals programmiert wurden. BioWare lieferte 9 Monate später das Erweiterungsset Throne of Baal nach, was die Gesamtgeschichte des Baal-Sprösslings abschloss und mit der wachenden Festung einen gigantischen Dungeon für Hardcore-Gamer bot. Jede andere Firma hätte das 48-stündige Abenteuer zweifellos als Baldur's Gate 3 verkauft, aber für BioWare war es nur ein Expansion-Pack. BioWare und Interplays Rollenspielabteilung, die Black Isle Studios, arbeiteten extrem gut zusammen. Sie unterstützten sich gegenseitig und tauschten Ressourcen aus. Black Isle lieferte 2002 das ebenfalls auf BioWare's Infinity Engine basierende Icewind Dale 2 aus und begann, nach Vollendung von BioWare's Reihe, sogar mit der Produktion von Baldur's Gate 3 The Black Hound. Das galt jedoch nicht für Interplays Führungsetage. Interplays neuer Chef, Harvey Kahn, lagerte den Vertrieb an eine externe Firma aus und unterließ ebenso die Zahlung von BioWare's Gewinnbeteiligungen. Wodurch sich BioWare mit Parallax Software zusammentaten, die unter den gleichen Problemen litten und gemeinsam gegen Interplay vor Gericht zogen. Die Kanadier bekamen einen Teil ihres Verdienstes, aber die Zusammenarbeit mit Interplay endete an dem Punkt. Glücklicherweise führten Interplays finanzielle Probleme ebenso dazu, dass der Publisher sich die D&D-Lizenz nicht länger leisten konnte. Sie wechselte zu Atari, genau wie BioWare. 1997, als Baldur's Gate 1 halb fertig war, wurde Greg und Ray bereits klar, dass ihrem Rollenspiel etwas Wichtiges gegenüber der Pen-and-Paper-Vorlage fehlte, ein Spielleiter. Sie ahnten bereits, dass Rollenspiele ebenso wie die damaligen Ego-Shooter Mods brauchen würden. Als Resultat dessen starteten sie parallel zu den Arbeiten an der Baldur's Gate-Reihe die Entwicklung von Neverwinter Nights, einem 3D-Rollenspiel, das neben der typischen Einzelspielerkampagne ebenso einen Dungeon-Master-Modus und Welteneditor zur Generierung eigener Abenteuer besaß. Der Titel des Spiels war wohl gewählt. Er bezog sich nicht nur auf eine weitere Schwertküstenstadt, sondern war ebenso der Titel vom ersten grafikbasierenden Multi-User-Dungeon, das AOL 1991 anbot. Die BioWare-Mannschaft hatte durch Origins Ultima Online selbst erste Erfahrungen im Online-Gaming gesammelt und gemerkt, welchen Spaß es machte, Abenteuer mit Freunden zu erleben. Das Gefühl sollte Neverwinter Nights ebenfalls erwecken.
Es wurde das bis dahin größte Projekt von BioWare, mit einem 75-köpfigen Team, von denen alleine 22 Programmierer waren, welche sich um die neue Engine, den Client, Server und Entwicklungswerkzeuge kümmerten. Verglichen mit Baldur's Gate brauchte Neverwinter Nights fünfmal so viel Manpower, alleine für das Toolset. Denn jedes Skript oder noch so kleines Objekt, was die offizielle Kampagne antrieb, sollte dem Spieler zugänglich sein und als Beispiel dienen können. Hinzu kamen 10 bei BioWare ansässige Tester von Atari, 8 deutsche Übersetzer, 5 koreanische und 35 externe Tester. Obwohl Baldur's Gate Mehrspielerunterstützung hatte, war diese erst relativ spät in der Entwicklungszeit entstanden und eher eine mehrfache Ausgabe eines Clients gewesen, was dazu führte, dass alle Spieler gezwungen waren, alle Dialoge eines anderen Spielers mitzulesen. Neverwinter Nights lief hingegen immer im Multiplayer-Modus. Startete der Spieler eine normale Kampagne, war es eben nur ein Multiplayer-Client. Wie BioWare lernen musste, erzeugte das ebenfalls einen fünfmal so hohen Testaufwand gegenüber einem reinen Singleplayer-Game. Durch den resultierenden schieren Zeitaufwand hatte das Art Department Designs entworfen, die erst 3,5 Jahre später realisiert wurden und somit auf einem technisch gesehen alten Stand waren. Was dazu führte, dass BioWare die Konstruktion neuer Engines fortan als kritisch betrachtete, da sie deutlich mehr Gefahren mit sich brachten. Nach etwas mehr als 5 Jahren hatte das Team tatsächlich alle gesetzten Ziele erreicht. Als Neverwinter Nights im Juli 2002 erschien, enthielt es eine erneut epische Kampagne von ähnlicher Länge wie Baldur's Gate 1, die sowohl alleine als auch in Gruppen erlebt werden konnte. Dazu einen Spielleitermodus und einen Welteneditor, der zu tausenden neuer Mods führte. Obwohl jeder Käufer somit unzählige kostenlose Abenteuer seiner Wahl bekam, verkaufte sich Neverwinter Nights nur 1,4 Millionen Mal. BioWare generierte jedoch weitere Einnahmen durch ihre sogenannten Premium Modules, die von Teammitgliedern produziert und über ihren Shop angeboten wurden. Ferner lieferten ex-Looking Glass Mitarbeiter 2 Jahre später das Shadows of Undrantide Erweiterungsset aus und BioWare selbst ein weiteres halbes Jahr später Hordes of the Underdark mit 9 Prestige-Klassen für Neverwinter Nights. Angetrieben durch den Erfolg, den BioWare Ende der 90er mit Baldur's Gate feierte, trat LucasArts 1999 mit dem Wunsch nach einem Star Wars Episode 2 RPG an sie heran. Die ersten Verhandlungen zogen sich bis ins Jahr 2000 hin, wo LucasArts BioWare gestattete, das Spiel 4000 Jahre vor Episode 1 anzusiedeln. Ein wichtiger Faktor für BioWare, da dieser Zeitraum gänzlich ihrer künstlerischen Freiheit offenstand. Charakter- und Schiffdesign würden zwar ähnlich der Filme sein müssen, aber ohne strikte Vorgaben und Grenzen bezüglich der Erschaffung neuer Jedi-Ritter und Sith. LucasArts hielt jedoch an der Konsolenversion fest und so entwickelten die Kanadier Knights of the Old Republic für PC und die Konsole, welche dem PC am nächsten war, die Xbox. Nach fast einem Jahr Pre-Production ging Knights of the Old Republic im Dezember 2000 mit einer Weiterentwicklung von Neverwinter Nights Aurora Engine in Produktion. Obwohl das Blasterfeuer und die Laserschwertduelle des Universums optisch wenig mit BioWares bisherigen Fantasy-RPGs gemein hatten, waren sich die Kampfsysteme sehr ähnlich. Das von Casey Hudson angeführte Team legte das Dungeons & Dragons D20-System zugrunde, wodurch Regeln erneut im 3-Sekunden-Takt in Echtzeit abgehandelt wurden. Kämpfe sollten jedoch nicht so zusammenhanglos wie zuvor aussehen, weshalb ein choreografiertes Animationssystem hinzukam, bei dem die Runden von der Animation her in 1,5-Sekunden-Intervallen zum Blocken und Angreifen unterteilt wurden. Dadurch konnten KOTOR-Charaktere sämtliche Kampfbewegungen der Filme ausführen, wie Rückwärtssaltos oder Blastersalven mit dem Laserschwert abzuwehren. Kombiniert mit der Über-die-Schulter-Perspektive fühlten sich die ersten Tester direkt in ein Actionspiel versetzt und versuchten entsprechend akrobatische Manöver mit dem Joypad auszuführen, was das Geschehen auf dem Bildschirm extrem seltsam machte. Das Team begann daher, das Interface davon abzuwenden und die im Kampf gestatteten Aktionen des Spielers zu begrenzen. Während die Kanadier zu der Zeit einfach bewährte Konzepte ihrer bisherigen Spiele ins nächste übernahmen und so beispielsweise der Eben Hawk als zentraler Anlaufpunkt und Lagerungsort, wie die Burgen zuvor diente, flossen selbstverständlich ebenso kleine Verbesserungen mit ein.
Der Spieler begegnete den zukünftigen Gruppenmitgliedern zum Beispiel deutlich langsamer, weil das Team gemerkt hatte, dass die Spieler mit zu vielen Entscheidungen auf einmal nicht klarkamen. Dieser interessante Haufen reichte vom Wookie Salba über den wagemutigen Kaas Onassi bis hin zu dem urkomischen, soziopathischen Killer-Druiden HK-47, einem der besten Gruppenmitglieder, die sich BioWare je ausgedacht hat. Dem Entwicklerteam gelang es zum ersten Mal in LucasArts-Historie, eine interaktive Star-Wars-Story zu schaffen, die bis ins kleinste Detail dem Filmerlebnis entsprach. Von der Erstellung eines individuellen Padawans über seine Ausbildung zum Jedi bis hin zur Beziehung eines galaxiebedrohenden Sith-Lords. Die Reise bestritt der Spieler in einem Millennium Falcon-ähnlichen Raumschiff, das ihn zu aufwendig gestalteten Planeten trug wie Kashyyyk, dem Dschungelplaneten der Wookies, den Wüstenplaneten Tatooine und den Wasserplaneten Manaan. Auf letzterem durfte der Spieler sogar zum Meeresboden tauchen. Durch Microsofts Wunsch nach Exklusivität erschien Knights of the Old Republic im Juli 2003 zunächst nur für Xbox und wurde dort dank einer 94 Metascore zum schnellstverkauftesten Spiel der Konsolengeschichte. LucasArts setzte 250.000 Exemplare in 4 Tagen ab. Die Verkäufe summierten sich nach einigen Monaten auf 1,3 Millionen, gefolgt von einer halbes Jahr später erschienenen und leicht verbesserten PC-Version, brachte LucasArts allein in den USA mehr als 2 Millionen Exemplare an den Mann. Aus der Asche von Interplay hatte sich zwischenzeitlich Obsidian Entertainment erhoben, Fergus Urquharts Folgestudio zu Black Isle. Wie in alter Tradition produzierten sie sowohl Nachfolger zu BioWare's Neverwinter Nights für Atari als auch Knights of the Old Republic 2 für LucasArts. BioWare lizenzierte Neverwinter Nights Aurora Engine außerdem an CD Projekt Red, die damit den ersten Teil ihrer The Witcher-Reihe produzierten. BioWare selbst verfolgte in der Zeit die Kreation neuer IPs und genoss dabei die Freiheit, sich nicht mehr an Lizenzregeln halten zu müssen. LucasArts Bedingung des Konsolenspiels hatte die Kanadier mit Microsoft in Kontakt gebracht, die bereits bei der ersten Planung von KOTOR eine Partnerschaft mit BioWare abschlossen. Das gab Greg und Ray die Gelegenheit, einen 10 Jahre alten Traum zu realisieren, ein eigenes Martial-Arts-Spiel à la Five Fingers of Death und Seven Samurai. Jade Empire sollte eher als actionorientiertes Abenteuer betrachtet werden und weniger als RPG. Beinahe normal für BioWare webte sich die Geschichte um eine Ansammlung von Begleitern auf einer epischen Mission und verschiedenen Romanzenoptionen. Der Spieler wurde als Geistermönch von Meister Li im idyllischen Zwei Ströme großgezogen und musste eines Tages mit ansehen, wie Zwei Ströme bombardiert und sein Meister entführt wurde. Der Geistermönch verdächtigte die Hand des Todes, den Kriegsminister des amtierenden Kaisers, für den Anschlag verantwortlich zu sein und begann seine Reise zur imperialen Hauptstadt. Auf seiner Reise erfuhr der Geistermönch Visionen des Wasserdrachens und lernte, dass Meister Li der Bruder des Kaisers war. Als er Kaiser San Hai letztlich erreichte und Meister Li wiederfand, stellte sich Zweiterer als Verräter heraus und tötete den Spieler. Nach seiner Reinigung im Geisterkloster kämpfte sich der Spieler mit Hilfe des Wasserdrachens ins Leben zurück und trat Meister Li entgegen. Jade Empire bekam zum ersten Mal ein wahres Echtzeitkampfsystem, gänzlich losgelöst von der bisherigen Rundenbasis. Was ein wenig ironisch war, da das Jade Empire Team von Jim Bishop, BioWare's ehemaligen Produzenten bei TSR, angeführt wurde. Sie kombinierten Karate, Kung Fu und 5 weitere Martial Arts Stile fürs Spiel und werteten sie mit Dingen aus der chinesischen Mythologie wie Katzendämonen auf. Damit alles möglichst realistisch aussah, fing BioWare die Bewegung per Motion Capture ein. Zudem entsandten sie erstmalig ihr Künstlerteam vor Ort, also nach China, um alles möglichst originalgetreu für Spiel gestalten zu können. Die KOTOR-Dialoge waren schon mit Sprachausgabe unterlegt gewesen, aber für Jade Empire ging BioWare einen Schritt weiter und engagierte mit John Cleese zum ersten Mal einen bekannten Schauspieler dafür. BioWares erstes gänzlich selbst erschaffenes IP erschien im April 2005 für Microsofts Xbox. Trotz einer 89% Durchschnittswertung verkaufte es sich nicht sonderlich gut, was Greg auf das Ende der Xbox-Ära und das Erscheinen der Xbox 360 ein halbes Jahr später schob. Obwohl die beiden Doktoren beteuerten, dass sie Jade Empire für eine starke Marke hielten, legten sie die Pläne für Jade Empire 2 auf Eis.
An dem Punkt wurde BioWare klar, dass ihr Name alleine keine Spiele verkaufte. Die Produktionskosten waren mit jedem Titel gestiegen und die Gewinne zurückgegangen. BioWare brauchte Geld. Die Kanadier verschmolzen im November 2005 mit den kalifornischen Pandemic Studios, wodurch die VG Holding Corp. auf 400 Mitarbeiter kam. Das Entscheidende an diesem Zusammenschluss der beiden weiterhin getrennt operierenden Studios war jedoch Elevation Partners. Das von John Ruisitiello geführte Investmentunternehmen gab dem Gespann eine 300 Millionen Dollar Spritze. BioWare Pandemic nutzt das Geld, um 2006 ein weiteres Studio in Austin, Texas zu öffnen, was sich ausschließlich auf die Produktion von Massively Multiplayer Online Games konzentrieren sollte. 2 Jahre nach der Fusion, im April 2007, wechselte John Ruisitiello seinen Job. Er wurde vom Elevation Partner CEO zum Electronic Arts CEO. Wiederum ein halbes Jahr später kaufte Electronic Arts Elevation Partners BioWare Pandemic für 860 Millionen Dollar ab. BioWare wechselte von einem unabhängigen Geldgeber, der ebenfalls Firmen wie Palm Inc. oder Forbes besaß, in den Besitz von Electronic Arts. Jahre zuvor, Anfang 2004, als Star Wars Knights of the Old Republic fertig war, begann Casey Hudson zusammen mit Drew Karpyshyn, Mac Walters und weiteren BioWare-Veteranen ein neues Intellectual Property zu entwerfen. Ihr Ziel war es, das ultimative Science-Fiction-Abenteuer zu erschaffen, wofür sie sich an Filmvorlagen wie Star Wars, Alien, Blade Runner, Star Trek II: The Wrath of Khan oder Starship Troopers bedienten. Die Schlüsselkomponenten ihres Mass-Effect-Universums sollten organisches gegen künstliches Leben und Natur gegen Technologie sein. Grob 200 Jahre in der Zukunft begann die Menschheit, die Galaxie zu erkunden, ohne zu wissen, was sie erwarten würde. Als sie neue Welten erreichten, fanden sie heraus, dass es ebenso vielen weiteren Spezies gelungen war. Einige von ihnen der Menschheit feindlich gesonnen. Der Begriff Mass Effect definierte eine massennegierende Technologie, welche die Erschaffung von physikalischen Phänomenen wie künstlicher Schwerkraft und Überlichtgeschwindigkeit ermöglichte. Sie legten die umfangreiche Geschichte für eine Trilogie aus und verwendeten mit der Unreal Engine 3 bereits bestehende Technologie, womit sie hofften, die Entwicklungszeit verkürzen zu können. Dennoch benötigte das 130 Mann starke Team 3,5 Jahre, um Mass Effect 1 fertigstellen zu können. Entgegen den vorangegangenen Rollenspielen mit einem unbeschriebenen Blatt übernahm der Spieler in Mass Effect die Rolle des Spezialkommando-Kommandanten Shepard. Shepard füllte eine zentrale Rolle aus und musste wichtige Entscheidungen treffen. Entscheidungen und Konsequenzen waren ein wichtiger Faktor der Entwickler, um einen neuen Intensitätslevel mit filmartiger Atmosphäre zu schaffen. Gleichzeitig wollten sie das Pseudo-Rundensystem von KOTOR in einen Echtzeit-Shooter verwandeln, aber ebenso taktische Elemente mit einfließen lassen. Es entstand ein truppenbasierendes Kampfsystem, bei dem der Spieler in den Feuergefechten seinen beiden Kameraden Angriffsbefehle erteilen durfte. Mass Effect überholte komplett das Erzählungssystem der bisherigen Titel. Statt Dialoge in Textfenstern anzuzeigen, hüllte Mass Effect sämtliche Gespräche in filmreife Zwischensequenzen mit verschiedenen Kameraperspektiven und Überblendungen. Es brach außerdem das Konzept der einseitigen Unterhaltung, indem es beide möglichen Hauptfiguren komplett mit Sprachausgabe versah. Alles vereint in einer gänzlich neuen Welt mit unbekannten Rassen, herzergreifenden Charakteren und wie üblich einer epischen Geschichte. Der phänomenale Action-Titel rund um die Erkundung neuer Welten erhielt jedoch nur wenige knappe Nebenaufgaben und war mit 20 Stunden Spielzeit ein für BioWare unüblich kurzes Spiel. Das Truppenbefehlssystem und Ausnutzen von taktischen Deckungen hoben Mass Effect weiter vom Standard-Shooter ab. Das Überhitzungssystem der Waffen bremste das Spielgeschehen in Gefechten jedoch leicht aus. Der größte Kritikpunkt wurden aber die Fahrstühle, welche Ladezeiten überbrücken sollten, doch ähnlich aufregend wie ein Loadscreen selbst waren. Das Spiel versuchte sie mit Nachrichtenmeldungen zu überbrücken. Nichtsdestotrotz war Mass Effect im November 2007 ein bombastischer Erfolg. Die Durchschnittswertung lag bei 91%. Es bekam mehrere Game of the Year Awards. Die Xbox 360-Fassung verkaufte sich innerhalb einer Woche mehr als 1 Million Mal und steigerte sich auf fast 3 Millionen. BioWare ließ das Spiel später von Demiurge Studios und Edge of Reality auf PC sowie PlayStation 3 konvertieren.
Mit der ersten Finanzspritze aus der BioWare-Pandemic-Fusion kehrten die Kanadier zu den bewährten Erfolgsrezepten der Vergangenheit zurück. Nach Dungeons & Dragons sowie Star Wars pickten sie sich mit Sonic the Hedgehog einen weiteren bekannten Franchise raus. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood war in sämtlichen Punkten eine Rückkehr zum Bewährten, ein rundenbasierendes Rollenspiel mit 2D-Landschaften zum Erkunden und 3D-Kämpfen. Aufgrund der stets höheren Absatzzahlen von Konsolenspielen komplett für Nintendo DS entwickelt, wodurch die zweijährige Entwicklung von einem 30-Mann-Team absolviert werden konnte. Der Spieler in der Rolle von Segas Ikone musste zunächst Knuckles Entführung und das Verschwinden der Chaos Emeralds aufklären und drang dann mit seiner vierköpfigen Gruppe in eine neue Dimension ein. Als erstes Sonic-RPG wurden die neuen Dialoge und die Geschichte des Spiels von den Kritikern mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Sonic Chronicles bekam lediglich eine 74-Punkte-Durchschnittswertung, verkaufte sich aber dennoch fast 1 Million Mal. Ein solider Einstieg. Die BioVarians beschrieben im Nachhinein, dass sie bereits eine genaue Idee für den Nachfolger hätten. Durch ihren neuen Besitzer Electronic Arts wurden die Pläne mit Konkurrent Sega jedoch fallen gelassen. Das Neverwinter Nights Team war nach BioWares letztem D&D-Rollenspiel ebenso zu einem eigenen IP gewechselt. Baldur's Gate-Schreiber David Gaider erschuf zunächst die düstere Fantasy-Welt und anschließend den Plot von Dragon Age Origins. Die Mischung aus Herr der Ringes High Fantasy und Game of Thrones Low Fantasy sollte der geistige Nachfolger zu Baldur's Gate und Neverwinter Nights werden, ohne die Restriktionen der Lizenzgeber. Der Untertitel Origins sollte die Ursprünge symbolisieren, zwischen denen sich der Spieler zu Beginn entscheiden musste. In David Gaiders anfänglichem Konzept gab es 12 davon, inklusive eines Barbaren und eines Avars, doch nur 6 wurden letztlich realisiert. Die Dragon Age Welt bekam neben den weit verbreiteten Zwergen und Elfen das metallhäutige Riesenvolk der Kunari und die meist unterirdisch hausende, dämonenartige dunkle Brut. Letztere wurden hauptsächlich von dem Paladin-ähnlichen Orden namens Graue Wächter bekämpft. Entgegen BioWares Sci-Fi-Spielereien bekam Dragon Age kein Karma-System, damit der Spieler selbst mit den Ereignissen und den Charakteren sympathisieren konnte. Das 180-Mann-Team arbeitete 4 Jahre an Dragon Age Origin. Die Eclipse Engine, eine Weiterentwicklung ihrer NVN und KOTOR Engine, ermöglichte es dem Team, das Spiel erstmalig gleichzeitig für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 zu produzieren. In 60 Stunden durchlebte der Spieler seine gewählte Herkunftsgeschichte, welche ihn in unterschiedliche missliche Lagen brachte und so zum Beitritt der Grauen Wächter zwang. Verursacht durch den Verrat General Lockhains, verloren die Grauen Wächter die folgende Schlacht, was den Tod des Königs und beinahe alle Grauen Wächter zur Folge hatte. Es lag somit am Spieler, durchs Land zu reisen und die verschiedenen Fraktionen für die finale Auseinandersetzung gegen den gottähnlichen Drachen der dunklen Brut zu vereinen. Stärker als jemals zuvor und jemals wieder peilte Dragon Age Origins klar das erwachsene Publikum an und dominierte durch extremen Einsatz von Blut. Wie immer umfasste Dragon Age diverse Romanzenoptionen und zum ersten Mal Sexszenen mit demselben Geschlecht. Beim Release im November 2009 rangierte die Durchschnittswertung je nach Plattform zwischen 86 und 91 Punkten. Mit fast 5 Millionen verkauften Exemplaren wurde Dragon Age zu BioWares erfolgreichstem eigenen Franchise. 2009 war gleichzeitig das große Jahr der Umstrukturierung durch Electronic Arts. EA eröffnete ein zweites Studio in Kanada, das sie BioWare Montreal tauften. Es sollte das Edmontoner Studio bei den Mass Effect Titeln unterstützen. Electronic Arts zweites MMORPG-Studio, Mystic Entertainment, was sie 2006 kauften, wurde nun BioWare unterstellt. Mystic Entertainments Chef Mark Jacobs musste den Hut nehmen und BioWare-Gründer Ray Misikai ersetzte ihn, was es zu BioWare Mystic machte. BioWare war somit offiziell die Rollenspielabteilung von Electronic Arts. Casey Hudsons Team in Edmonton hatte zwischenzeitlich das Fanfeedback des Mass Effect Releases analysiert und daraus ein neues Ziel für Mass Effect 2 entwickelt. Es sollte weniger Spiel und mehr Erfahrung sein. Statt sich exklusiv auf die Hauptgeschichte zu fokussieren, wollten sie multiple Plots mit optionalen Geschichten von gleicher Dichte erschaffen. Zusätzlich zu dem Feindbild aus Teil 1 entstand eine dritte Partei, die bei der ursprünglichen Trilogieplanung nicht in dem Maß vorgesehen war. Cerberus.
Casey Steam baute die Spielmechaniken stärker in Richtung eines Third-Person-Shooters aus. Das Überhitzungsmodell der Waffen verschwand. Stattdessen gab es begrenzte Universalmunition für sämtliche Waffen. Außerdem regenerierten Commander Shepard und seine Truppe automatisch Gesundheit. Während Shepard in Mass Effect 1 im Auftrag des Galaktischen Rates gegen einen Vorboten der alles vernichtenden Reaper und die künstlichen Ghaz gekämpft hatte, half ihm nun die Privatorganisation Cerberus gegen die biologisch umgewandelten Kollektoren, welche einen humanoid aussehenden Reaper konstruierten. Mass Effect 2 setzte maßgeblich auf die Beziehung mit den Squad-Mitgliedern und deren Werdegang. Es nahm Abstand von der freien Erkundung und präsentierte lineare Level des typischen Corridor-Shooter-Konzepts. Der Import von Spielständen aus dem Vorgänger und dadurch resultierende veränderte Weltlage wurde zum neuen Aushängeschild von Mass Effect und zukünftigen Dragon Age-Rollenspielen. Mit 4 Millionen verkauften Exemplaren und 96% Metacritic-Rating war es das bestverkaufte Mass Effect-Spiel der Firmengeschichte. Obwohl noch viele erfolgversprechende Titel in der Entwicklung waren, hatte BioWare in dem Moment den Höhepunkt der Firmenlaufbahn erreicht. Parallel zum Release erschienen zwei weitere Squad-Mitglieder separat als kostenpflichtiger DLC, gefolgt von 15 weiteren DLCs im Verlauf eines Jahres. Kurz nach der Veröffentlichung von Mass Effect 2, was als letztes reines BioWare-Spiel betrachtet werden könnte, verließen zahlreiche BioWare-Veteranen die Firma. Trent Oster und Cameron Topher, die ersten beiden BioWare-Angestellten, gründeten im Juli 2010 Beamdog, ein ebenfalls in Edmonton ansässiges Studio, das die klassischen BioWare- und Black Isle-Rollenspiele als Enhanced Editions für aktuelle Systeme überholte. Sie programmierten zudem Baldur's Gate Siege of Dragonspear, ein Spiel, was die Geschichte von Baldur's Gate 1 mit 2 verband. Beamdog schlossen sich unter anderem Brent Knowles an, der Baldur's Gate 2, Jade Empire und Dragon Age designt hatte, Russell Rice, welcher die Konzeptzeichnung von Shattered Steel und Baldur's Gate 2 entwarf, und zuletzt David Gaider, der Schreiber von Baldur's Gate 2, dem Dragon Age Universum und amüsanten Charakteren wie dem Killer-Druiden HK-47. Ihr Abschied von BioWare schien ein Resultat der Dragon Age 2 Entwicklung gewesen zu sein, an dem Brent Knowles und David Gaider noch beteiligt gewesen waren. Es erschien im März 2011 und war in vielerlei Beziehungen ein Rückschritt, denn es machte den Eindruck eines halbfertigen Spiels. Einzig auf die Stadt Kirkwall konzentriert, bot Dragon Age 2 wenig optischen Anreiz und war mit 35 Stunden Spielzeit eines von BioWares kürzesten RPGs. Die gesamte Handlung wurde vom Zwerg Varric während eines Verhörs durch Wächterin Cassandra erzählt, um Zeitsprünge zu ermöglichen. Der Hawk getaufte Spieler durfte sich im ersten Akt lediglich für eine Klasse, Dieb, Krieger oder Magier entscheiden und lernte dann die verschiedenen Fraktionen der Stadt kennen, um eine Expedition in die dunklen Wege unter der Stadt zu leiten. Nach diesem parallel zu Dragon Age Origins verlaufenden Handlungsstrang sprang der zweite Akt 3 Jahre in die Zukunft, wo das politische Intrigenspiel der Stadt zu einem Angriff der Kunari führte, welche der Spieler zurückschlug. Was ihn zum Helden von Kirkwall machte und letztlich im dritten Akt zur Wahl zwischen den Magiern oder Templern zwang, an deren Seite er den Showdown bestritt. Dieser war das Highlight des Spiels, wirkte aber gleichzeitig wie der Vorabtest eines MMO-Bosskampfsystems für BioWares kommendes Spiel. Der mit Mass Effect 2 eingeführte Import einer Weltlage des vorangegangenen Titels nahm in Dragon Age 2 nur minimalen Einfluss auf wenige Gesprächsinhalte. Dragon Age 2 verkaufte sich gerade mal halb so oft wie der Vorgänger. Die Kanadier erweiterten die Kampagne im Nachhinein durch 3 Story-DLC. Die Produktion des letzten geplanten DLC, The Exalted March, wurde im März 2012 eingestellt. Im Dezember des gleichen Jahres startete BioWare Austin endlich ihr erstes echtes MMORPG, Star Wars The Old Republic, mit geschätzten 200 Millionen Dollar Produktionskosten, das bis dahin teuerste Computerspiel. Einen Betrag, den allein BioWare und Electronic Arts aufgebracht hatten und somit der wohl lukrativste Lizenzvertrag in der Lucasfilm-Firmengeschichte war. Es glänzte mit Features wie Sprachausgabe für sämtliche Quests des Spiels, was bis dahin kein anderes MMORPG bot. BioWare gelang es abermals, unabhängige Herkunftsgeschichten für sämtliche Klassen zu stricken und damit die bis zu dem Zeitpunkt unterhaltsamste Leveling-Erfahrung bis zum Endcontent zu entfalten. Doch an letzterem mangelte es dem Spiel. Die Schlachten in Raid-Gruppen waren nicht ganz so ausgereift wie die des bereits seit Jahren etablierten Konkurrenzproduktes World of Warcraft.
Die zum Launch 1,7 Millionen Abonnenten waren nach 3 Monaten auf 1,3 und wiederum einen Monat später auf 1 Million geschwunden. Die Zahlen waren besser als Electronic Arts Warhammer Online oder Dark Age of Camelot, aber offenbar nicht das, was EA sich vorgestellt hatte. Noch im November 2012, genau ein Jahr nach dem Start, stellte BioWare das Bezahlungsmodell von Abonnements auf Free-to-Play um. Finanziell hatte es sich an dem Punkt dennoch bereits gerechnet. Electronic Arts verkaufte weltweit 3 Millionen Exemplare, bevor das Spiel kostenlos herunterladbar war. In den ersten Monaten generierten die Abogebühren jeweils 24 Millionen Dollar und innerhalb des ersten Jahres der Free-to-Play-Zeit verdiente EA 139 Millionen Dollar durch Microtransactions. Dennoch begann Electronic Arts umgehend das BioWare Austin Studio zu verkleinern. Zwischen 2013 und 2016 brachte BioWare 6 Erweiterungssets zu The Old Republic heraus. Obwohl die genauen Zahlen des Spiels nicht ausgewiesen wurden, listete EAs Finanzbericht bis einschließlich 2016 The Old Republic auf dem 2. Platz der Einnahmen. Seitdem haben sie die Veröffentlichung von neuem Content auf ein monatliches Episodenmodell umgestellt, das ihnen wiederum zusätzliche monatliche Gebühren von den ungefähr 1 Million monatlichen Spielern einbringt. Durch getrennt voneinander operierende Studios lieferte BioWare Edmonton, das ursprüngliche BioWare-Studio, wenige Monate nach The Old Republic im März 2012 das große Finale der Mass Effect-Trilogie aus. Die Geschichte gipfelte in einer Invasion der Erde. Der Spieler musste alle Völker der Milchstraßengalaxie vereinen, um die übermächtigen Reaper bezwingen zu können. Ein Spielerlebnis, das von Anfang an nur als episch beschrieben werden konnte. BioWare erzählte mittlerweile keine Geschichten mehr, sondern drehte Filme, in denen der Spieler die Hauptrolle übernahm und dennoch einen freien Willen hatte, alles nach Belieben erkunden zu können. Wenige Tage nach der Veröffentlichung für PC, PS3 und Xbox 360 hagelte es jedoch Kritik. Unzählige Spieler waren mit den letzten Spielminuten unzufrieden und beschwerten sich über das unbefriedigende Ende der Trilogie. Tatsächlich hatte BioWare an dem Punkt bereits zahlreiche mögliche Endszenarien verworfen, einschließlich eines, bei dem Shepard ein getarnter Alien war, was den Entwicklern jedoch zu nah am zentralen KOTOR-Plot-Twist erschien. Ebenso zahlreiche Enden mit dunkler Energie, welche das Universum auslöschte und die Reaper zurückdrängte. Das letztlich gewählte Synthese-Ende hatte dermaßen große Proteste ausgelöst, dass BioWare 3 Monate nach Release einen kostenlosen Extended Cut DLC herausbrachte, welcher den Showdown von Mass Effect 3 umschrieb. Das besänftigte zwar die bisherigen Käufer, sorgte jedoch kaum für neue. Mass Effect 3 verkaufte sich ähnlich oft wie der erste Teil und blieb damit hinter dem Rekord des 2. Mass Effect-Spiels zurück. Dem Release folgten innerhalb eines Jahres 13 kostenpflichtige DLC, 4 von ihnen Story-DLC, die von BioWare Montreal produziert wurden. Im Verlauf von 2011 wurden BioWares Chefs Greg und Ray ein Customer Support Center in Irland und 3 weitere Studios in den USA unterstellt, BioWare Victory, BioWare Sacramento und BioWare San Francisco. BioWare Mystic startete parallel zum Mass Effect 3 Release die Warhammer Online Wrath of Heroes Beta, ein weiteres Free-to-Play-MMO, was sich aber scheinbar nicht rechnete und vor Ende der Beta eingestellt wurde. Bereits im Februar 2011 hatte BioWare Victory angekündigt, Command & Conquer Generals 2 zu produzieren. Die beiden Doktoren beaufsichtigten nun also nicht nur 8 Standorte, sondern ebenso die Produktion eines Echtzeitstrategiespiels. Letzteres wechselte im August 2012 ebenso zu einem Free-to-Play-Game und wurde gleichzeitig schlichtweg in Command & Conquer umgetauft, wie das Westwood-Original von 1995. Einen Monat später, am Folgetag zu BioWare's Dragon Age 3-Ankündigung, gaben Greg the Chuck und Ray Misikai ihr Ausscheiden aus der Spieleindustrie bekannt. Sie überließen die Führung von BioWare Electronic Arts, welche Matthew Bromberg, den bisherigen Chef von BioWare Austin, als ihren Nachfolger einsetzten. Die seit 2011 überstellten Studios erhielten ihre ursprünglichen Namen zurück. BioWare Mystic wurde wieder zu Mystic Entertainment, BioWare Victory zu Victory Games und BioWare San Francisco schloss die Pforten. Electronic Arts stellte kurze Zeit später ebenso die Command & Conquer Entwicklung ein.
Für Dragon Age 3 waren sich BioWares Creative Director Mike Laidlaw und Dragon Age Produzent Mark Dara bewusst, dass es sich gegenüber Teil 2 drastisch ändern musste. Sie beschlossen es als reines Multiplayer-Spiel zu konzipieren, welches erneut das Gefühl von Pen-and-Paper-Partien vermitteln sollte. Ein Feature, das die bisherige Eclipse Engine nicht bot, weshalb mit Blackfoot noch vor dem Dragon Age 2 Release BioWares erstes Spiel auf Basis von DICE's Frostbite Engine entstand. Ein Prozess, der sich volle 5 Jahre hinzog, unter anderem weil die Frostbite Engine bis dahin nur für Ego-Shooter genutzt wurde und weder ein Dialog noch Inventarsystem, Charaktermanagement oder eine Spielstandverwaltung umfasste. Gut ein Jahr später revolutionierte Bethesda's The Elder Scrolls V Skyrim den Rollenspielmarkt. Ihr Open-World-RPG verkaufte sich damals mehr als 20 Millionen Mal und machte die Käuferschicht aus BioWares Sicht empfänglicher für Rollenspiele. Womit sich Blackfoot in Dragon Age Inquisition wandelte, einem Open-World-RPG mit dem Ziel, Spieler nach eigenem Ermessen zwischen 20 und 200 Stunden zu fesseln. Das Team orientierte sich nun an besagtem Skyrim sowie Rockstars Red Dead Redemption, jedoch ohne eine Open-World-Streaming-Engine. Was im Falle von Inquisition zu vielen kleineren, aber dafür grafisch abwechslungsreicheren Arealen führte. Diese konnte der Spieler dafür am Kartentisch durch den Bau von Festungen oder Reparatur von Brücken erweitern und so neue Abschnitte bekannter Gebiete erschließen. BioWare füllte diese Areale mit Sternbildern, Mosaiken sowie anderen Sammelquests, um dem Spieler einen Grund zu geben, überhaupt in neue Gebiete vorzudringen, und schmückte die Landschaft mit Sehenswürdigkeiten sowie Designer-Hacks. Letztere waren geskriptete Ereignisse, die den Spieler beim Erkunden auf den Kampf eines Riesen gegen einen Drachen oder ähnliches stoßen ließen. Ferner woben sie eine Geschichte, bei welcher der Spieler Verbündete in den Ländern Orlais und Fereldens finden musste, um den Aufbau der Inquisition voranzutreiben. Denn die über Jahre anhaltenden Fehde zwischen Templern und Magiern hatte bei den von der Kirche angeführten Friedensverhandlungen zu einer magischen Explosion geführt, welche Dimensionsrisse entstehen und Dämonen ins Land einfallen ließ. Der zum Inquisitor ernannte Spieler war aus den Trümmern der Explosion lebend hervorgegangen und der einzige mit einem Mal auf der Hand, das die Risse schloss. Während der Spieler die Dämonen ins Nichts zurückdrängte, deckte er gleichzeitig den Plan des dunklen Brutmagiers Corpheus auf, den Hawk am Ende der Dragon Age 2 Erweiterungen freigesetzt hatte und nun versuchte, zum Gott aufzusteigen. Wo Dragon Age 2 die Gestaltung der Begleitcharaktere auf bestimmte Waffen wie Dolche für Isabella beschränkte, um den Figuren Profil zu verleihen, erhielten Inquisition-Spieler erneut die volle Freiheit bei der Charaktergestaltung zurück und durften dank einem Handwerkssystem sogar individuelle Ausrüstung konstruieren. Ferner kam Dragon Age Inquisition BioWares jahrelange Erfahrung der MMORPGs zugute. Die mit Dragon Age 1 begonnenen Charakterverhaltensskripte wurden in Inquisition derart perfektioniert, dass die autonom agierenden Gruppenmitglieder sich besser verhielten als manche echte Spieler der The Old Republic Pickup Groups. Alle BioWare-Erfolgskomponenten waren somit vertreten und die Rückkehr bekannter Charaktere wie Varric, Cassandra oder Morrigan aus den vorangegangenen Dragon Age Spielen brachten viele Fans zurück. Aber die Kritiker hoben besonders BioWares Unverständnis für das Open-World-Konzept hervor, was den Spieler offenbar nach Vollendung des Einführungstutorials in der Welt allein ließ. Obendrein schienen die Geschichten einzelner Gebiete nicht wirklich durchdacht, wie ein Staudamm, der Wasser auf der falschen Seite staute. Trotz einer simultanen Veröffentlichung auf 5 Plattformen verkaufte Dragon Age Inquisition ähnlich viele Exemplare wie das Erstlingswerk der Trilogie und somit nur ein Viertel des Bethesda-Vorbildes. Nichtsdestotrotz gewann Dragon Age Inquisition über 150 Auszeichnungen, unter anderem Bestes Rollenspiel und Spiel des Jahres bei den Game Awards 2014 und DICE Awards 2015. Parallel zu Dragon Age Inquisition arbeitete das MMO-Studio in Austin, Texas an einem neuen IP, Shadow Realms. Es sollte im Stile der Harry Potter und Twilight-Filme unsere reale Welt mit einer alternativen, magiereichen Welt zu einem Action-RPG verweben. Gewöhnliche Teenager, deren Figuren BioWare in einer episodisch erscheinenden Filmreihe näherbringen wollte, sollten gegen die Gargoyles, Geister und Zombies von Embra antreten. Einer gotischen Fantasy-Welt, die seit Jahrtausenden mit der Erde verbunden war, deren düstere Gestalten bisher jedoch nicht zu uns vordrangen, da die Erde zu magiearm war.
Der Shadowrealm-Spieler durfte sich eine von 6 Klassen auswählen und zusammen mit 3 Freunden kooperativ gegen den Shadowlord vorgehen. Dieses ebenfalls von einem Spieler gesteuerte Wesen fungierte als eine Art Spielleiter, welcher in den linear aufeinanderfolgenden Räumen Fallen und Gegner auslegen sowie Aufgaben festlegen und sogar Kontrolle der Monster ergreifen konnte. Unter der Leitung von Produzent Dallas Dickinson und dem leitenden Designer Gabe Amatangelo gedieh Shadowrealms bis 2015 zu BioWares zweitem Frostbite-RPG, dieses Mal jedoch Free-to-Play. Aber die erste Ankündigung des Action-RPGs auf der Comic-Con im März 2014 verlief nicht ganz wie geplant. Das Publikum reagierte verhalten auf BioWares neuestes IP. Unabhängig davon nahm sich BioWare Austin die Kritik der Fans zu Herzen und führte die Entwicklung fort. Als EAs Geschäftsführer John Riccitiello zurücktrat und der neue CEO Andrew Wilson 2015 eine andere Richtung ohne reine Free-to-Play-Games einschlug, stellte er Shadowrealms zusammen mit Battlefield Heroes, FIFA World, Need for Speed World und so weiter ein. Das BioWare Austin-Team erfuhr davon aus der Presse und zeigte sich ebenso überrascht wie der Rest der Welt. Das von Dallas Dickinson angeführte Team kündigte infolgedessen und gründete gleich nebenan QC Games, welche das Spiel mit einem eher an Overwatch angelehnten Comic-Stil als Breach fortführten. Der Third-Person Dungeon Runner bietet heute Grundklassen wie Arcane Mender, Gunslinger oder Necromancer, die vom Spieler klassenübergreifend mit Fähigkeiten individualisiert werden können und in einem 4 gegen 1 Match gegen den Veil Demon antreten. Ähnlich wie es Soulworker, Critica, MXN oder Elsworth zuvor taten, nur eben auf der 4:1 Basis von Left 4 Dead. Ein paar Monate nach dem Mass Effect 3 Release 2012 brainstormten beim BioWare Montreal Gears of War Produzent Chris Wynn, Mass Effect Schreiber Chris Schlurf und Mass Effect Erfinder Casey Hudson über einen möglichen Nachfolger. Die ursprüngliche Trilogie war abgeschlossen und die Reaper besiegt. Somit beschlossen sie, dort anzusetzen, wo Mass Effect 1 die Spieler enttäuscht hatte, in einer ganz neuen Galaxie abseits der Milchstraße mit einem Fokus auf die Erkundung von hunderten prozedural generierten Welten. Ganz wie es No Man's Sky oder Star Citizen später tun sollten. Im Verlauf der folgenden beiden Jahre entwickelte BioWare Montreal Prototypen, in denen der Spieler durchs All fliegen, auf Planeten landen, dort mit dem Nomad Space Rover nach bewohnbarem Gebiet suchen konnte und weiter zum nächsten Planeten flog. Sie stießen jedoch auf 3 große Probleme. Ihre World Machine generierte keine realistisch wirkenden Welten. Die Frostbite Engine konnte die Kartengröße eines ganzen Planeten nicht handhaben, bot ohnehin nicht die erforderliche Open World Streaming Technologie und die Schreiber hatten keinen Schimmer, wie sie das Planet Hopping geschichtlich sinnvoll verbinden sollten. Was dazu führte, dass ein Dutzend Mitarbeiter Ende 2014 das Handtuch warf und zu anderen Firmen wechselten, einschließlich des Mass Effect Erfinders Casey Hudson. Ein weiteres Jahr später funktionierte die automatische Generierung von Planeten weiterhin nicht. Das Team reduzierte die Planetenanzahl zunächst auf 30 und dann auf 7, die nun per Hand designt werden sollten, und strich die unterhaltungsarmen Weltraumschlachten. Zum Jahreswechsel 2015-2016 kündigten Projektleiter Chris Wynn und der leitende Schreiber Chris Schlurf, woraufhin Mass Effect Andromeda komplett umgekrempelt wurde. Was blieb, war der Hauptcharakter Ryder, welcher mit der künstlichen Intelligenz Sam verschmelzen sollte, sowie die Endschlacht auf dem künstlichen Planeten Meridian. Mass Effect Andromeda erzählte von da an die Geschichte des Geschwisterpaares Ryder, die unter der Führung ihres Vaters Alec eine der 4 Archen in die Andromeda-Galaxie steuerten, um den Helios-Cluster zu bevölkern. Aber während des 634-jährigen Fluges hatte sich ein seltsames, dunkle Energiegeflecht in der neuen Galaxie ausgebreitet, das den zukünftigen menschlichen Heimatplaneten unbewohnbar machte und die anderen Archen lahmlegte. Als Vater Alec bei der Erkundung eines uralten Alien-Monolithen auf dem ersten Planeten verstarb, übernahm der Spieler als Pathfinder die Führung der Andromeda Initiative. Er begab sich auf die Suche nach den verschollenen Archen der anderen Völker, traf dabei auf die dominanten Ket, welche die ursprünglichen Galaxiebewohner, die Angara, versklavten und half letzteren am Ende die Ket zu besiegen, sowie den Planetentransformer auf Meridian wieder in Gang zu bringen.
Die direkte Steuerung des Raumschiffes entfiel. Stattdessen manövrierte der Spieler die Tempest fortan über eine Galaxiekarte, wie in den ersten Spielen, erkundete die Planetenoberfläche mit dem Nomad Rover, um den Eingang einer uralten Ruine zu finden, in welcher er das Terraforming in Gang setzte und so für jedes Milchstraßenvolk einen Heimatplaneten schuf. Selbstverständlich bereichert durch das BioWare-typische filmreife Storytelling und Romanzen mit unvergesslichen Charakteren. Um das Gameplay actionreicher zu gestalten, enthielt Mass Effect Andromeda als erstes Spiel der Reihe keine Pausefunktion für taktische Entscheidungen. Das Andromeda-Team übernahm außerdem die Starseed-Tribes-typischen Jetpacks ins Spiel und hob das Leveldesign und Kampfgeschehen somit auf eine neue Stufe. Der streng genommen gerade mal anderthalbjährige Entwicklungszyklus wurde dem Spiel beim März 2017 Release jedoch zum Verhängnis. Nur wenige Stunden nach Erscheinen entbrannte Kritik an merkwürdigen Gesichtern, die durch Frostbites Inkompatibilität zu geplanten Gesichtsanimations- und Lippensynchronisierungssoftware ausgelöst wurden. Ein Umstand, der die Käufe umgehend einbrechen ließ. Mass Effect Andromedas Absatz blieb stark hinter den prognostizierten 9 Millionen und sogar hinter Mass Effect 2 zurück. Bereits anderthalb Monate später legte Electronic Arts den Mass Effect Franchise offiziell auf Eis und schloss BioWare Montreal. Die Montreal-Entwickler wurden teilweise auf andere EA-Studios verteilt und der Rest entlassen. Das Überleben von BioWare hängt nun zweifellos von Anthem ab, dessen Entwicklung mit dem Mass Effect 3 Release 2012 im ursprünglich von Ray und Greg gegründeten Edmonton Studio begann. Der Shared World Shooter mit Rollenspielelementen lässt sich am besten als eine Mischung aus Monster Hunter World, Destiny und Warframe beschreiben, bei dem der Spieler nur einmal die für Einzelspieler ausgelegte Story-Kampagne durchspielen muss und seine Klasse samt Attributen jederzeit durch den Javelin-Anzug wechseln kann. Die Kampagne soll den Spieler in den Ranger Javelin Suit einführen und die verbleibenden drei Colossus, Storm und Interceptor-Klassen Anzüge freischalten, während er die Vorgeschichte der Freelancer und des Dominions durch eine epische Geschichte kennenlernt. BioWare verspricht dedizierte Server, auf denen der Spieler zusammen mit Freunden abseits der Kampagne wie in Diablo oder Borderlands auf Jagd nach Zufallsbeute gehen kann. Zweifellos wird der Fortbestand dieser Welt, ähnlich wie bei The Old Republic, von der dauerhaften Spieleranzahl abhängig sein. Anthem könnte BioWare schon kurz nach Release, also 2019, ruinieren oder gleichermaßen zum größten Durchbruch der Firmengeschichte werden. Trotz des relativ geringen Rollenspielaspektes deuten die Zeichen auf Letzteres hin, denn Electronic Arts hat nach dem Mass Effect Andromeda-Debakel aus ihren Fehlern gelernt. Anthem vergangenes Jahr einen Aufschub des Releases gegeben und mit Casey Hudson, einen der ehemaligen Veteranen, als BioWares Chef zurückgeholt. Wenn Anthem ein Erfolg wird, werden wir von BioWare als nächstes Dragon Age 4 erwarten können, bei dem jedoch unklar ist, ob es eine Mischung aus Einzel- und Mehrspieler wie bei Anthem wird oder ein reines Multiplayer-Game. Mit Electronic Arts Bedürfnis, keine Play-It-Once-Spiele mehr zu produzieren, ist eine bloße geschichtsreiche Einzelspielerfahrung wie bisher jedoch auszuschließen. Es entsteht aber definitiv ohne Dragon Age bisherigen Creative Director Mike Laidlaw, denn der verließ BioWare, als sich das Spiel in der Pre-Production befand. Er kreiert nun bei den Gato Salvaje Studios The Waylanders, ein klassisches Rollenspiel, das Dragon Age Origins erstaunlich ähnlich ist. Gleiches gilt für über zwei Drittel der ursprünglichen BioVarians. Sie wechselten im Verlauf der EA-Jahre hauptsächlich zu Beamdog, Blizzard Entertainment, CD Projekt Red und Capcom Vancouver oder gründeten eigene Studios. Zugegebenermaßen nicht alle mit Erfolg. Wie die Kickstarter-Kampagne des ehemaligen Baldur's Gate und Dragon Age-Designers Rob Bartle zeigte, sein geplantes Steampunk-RPG Gaia Nova State fand im Frühjahr 2018 nicht ausreichend Unterstützer. Die beiden BioWare-Gründer, Greg und Ray, wurden Ende Dezember 2018 vom Governor General Kanadas für ihre Videospiele mit dem Order of Canada ausgezeichnet, der höchsten Ehrung des Landes. Greg Tsushuk genießt seinen Lebensabend nun als Besitzer der Blind Enthusiasm Brewing Company und eines angeschlossenen Pubs, während sich Ray Misikai wieder der Medizin zuwandte und mit seinem Threshold Impact Unternehmen medizinische Innovationen vorantreibt.